Ja, Brock, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Kraszewski, mein Name. Wir haben uns schon mal gesehen. Ich habe hier einen Bericht aus dem Europäischen Parlament über Diskriminierung der polnischen Kinder. Die Ursache liegt in Gütersloh, nämlich die Politiker von SPD, Frau Sommer, Frau auch die Bürgermeisterin, beförderten Politik der nationalen Säuberung der polnischen Kinder. Hier wird verboten, die polnischen Kinder polnisch zu sprechen, polnisch zu lernen. Was haben Sie in dieser Angelegenheit getan? Das heißt, die Fehler sind erkannt und wesentlich abgestellt. Mein Sohn darf nicht nach wie vor nicht polnisch sprechen, nicht polnisch lernen in der Anerkrankung. Werden Sie in dieser Angelegenheit tätig oder nicht? Also da bei der Schule in der Deutschunterricht habe. In der Schule wurde ihm verboten, polnisch zu lernen, obwohl er polnisch gesprochen hat. Gibt es da polnisch als Unterrichtsfahrung? Ja, warum nicht? Gibt es da nicht. Ja, warum gibt es da Unterricht? Also, hier ist so, polnisch verboten, polnisch verboten, wurde in Gütersloh als Deutsch legal wieder anerkannt. Ist das richtig? Und in den Schulen ist Deutsch gesprochen. Warum darf er nicht Polnisch sprechen in der Schule? Warum darf er nicht lernen Polnisch in der Schule? Weil wir in Deutschland, bitte in Deutschland, Deutsch gesprochen werden. Und warum Deutsche müssen Deutsch lernen in Polen? Weil es dort in nur bestimmten Gebieten eine Mehrheit ist, die früher Deutsch war. Eine vereinbarte Minderheit. Nur eine ganz kleine Region und Opel. Sonst auch nicht. In Deutschland können Sie auch nicht vertreten. Woher wissen Sie das? Da wollte ich mich erkundigen. Danke schön.